Hi, ho! Ja, heute haben wir den 16. Mai und das süßeste Wesen der Menschheitsgeschichte hat heute Geburtstag. Sag ich ja heute Geburtstag. Ja, und bei mir beginnen heute Umbauarbeiten. Ja. Wir haben wie folgt. Heute kommt mein Kleiderschrank hier hin. Wir haben gestern das Bild weggemacht und auch alles andere. Jetzt ist noch der Glücksbringer Traumfänger da. Und ja. Und dann auch noch heute kommt hier an diese Wand ein Brett. Und da unten an die Tür muss noch ein Loch. Das ist heute der Plan. Ich werde euch dann, soweit ich kann, mitnehmen und mal schauen. Also beim Schrankaufbau kann ich wahrscheinlich eher nicht so viel helfen, weil der muss im Stehen aufgebaut werden. Weil ein gewisser jemand hat sich mega verrechnet. Aber was mich auf jeden Fall schon mal mega glücklich macht, ist, wir haben heute Donnerstag und ich kann reden. Das ist das dritte Mal dieses Jahr, dass das glaubt, funktioniert. Gut, ja, das sind übrigens meine Deko. Aber ich zeige euch da später und dann mehr. Gut, ich nehme euch dann, soweit ich kann, so mit. Aber da es ja kein zusammenhängendes Video wird und ich dann schnibbeln muss, dauert das etwas. Also dann, bis zum nächsten Teil. Wartet mal, warum verabschiede ich mich? Dann kann ich ja, das kann ich mir auch schenken. Gut, also dann. So, und jetzt nochmal die Ansicht, bevor der Schrank da dran kommt, von der Wand. Die Figur habe ich mal gemalt, als ich ein ganz kleines Stöpsko war. Und ja, und das ist dann das Chaos noch hier, das da muss irgendwann weg und das da ist Leos Zeug, also da muss das wandert. Gut, wisst ihr was? Ich räume mal kurz das da noch schnell weg. Dann wir sehen uns. Bis dann. So, gerade eben haben meine Mom und ich schnell Leo in den Salon rübergebracht. Der sieht übrigens gerade aus, als hätte da was eingeschlagen. Ja. Jetzt ist Leo hier und dieses Tuch ist damit das Heu und so nicht überall rumfliegt. Ich möchte nicht, dass mein schöner Teppich dreckig wird. Soweit so gefällt es ihm anscheinend. Aber es ist natürlich auch neu und spannend. Und ja, mal schauen. Vielleicht gefällt es ihm ja auch noch ein bisschen länger. Und dann könnte man die, dann bin ich schon beruhigt wegen Sommer. Wenn er sich jetzt hinlegt, haben wir einen guten Anfang. Guter Anfang ist gegeben. Super. Auf jeden Fall hat er auch, glaube ich, ein kleines Schleudertrauma. Wir haben ihn gerade ganz schön rumgeschleudert. Gut, wir sehen uns beim nächsten Tag. Okay, ich gebe zu, im Normalfall würde ich das niemals machen, aber ich habe jetzt mir was Kurzes angezogen, weil ich schwitze wie sonst was. Ja, mein Schrank steht. Und, ja, ist er? Das ist er. Das ist mein Schrank. Ich bin total happy damit. Er ist wunderbar. Und ich habe ihn ehrlich gesagt, ich hatte so ein Adrenalin vom Aufbauen und allem, habe ich noch so einen Kraftschub gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte nur so zwei, drei Sachen reinhängen. Und dann war es so, okay, ich hänge nochmal zwei, drei Sachen rein. Und dann wie aus dem Nichts war der ganze Schrank schon fertig geräumt. Das ist dann die Seite mit dem Hängenden. Da haben wir so. Hier unten habe ich meine Handtücher. Also ich hab Handtücher und die habe ich da. Und hier oben kommen dann noch so Bettwäsche und so Zeug rein. Aber da hilft mir dann meine Mom noch beim Einräumen. Um Gottes Willen, ich sehe aus wie die Steckdose gefasst. Ja. Gut. Ja, ich muss hier mal gucken, dass ich nicht zu viel preisgebe. ja, hier steht im Moment Leo. Und ja, das war's dann soweit zuerst mal.
Und ja, ich versuche euch jetzt noch ein Bild von dem Schrank zu machen. Aber der ist riesig und ich weiß nicht, ob ich den vom Winkel her erwische. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald mal. Tschüss. Hi ho und willkommen. Hier jetzt noch eine spontane Sache. Ja, mein Schreibtisch kommt schon. Also jetzt doch etwas früher als gedacht. Und ich dachte mir, mit den anderen Videos zusammen können wir daraus jetzt einen Block schneiden. Und ja, also heute wird mein Schreibtisch geliefert und oh, ich habe da diese Locke, die nervt mich langsam wirklich. Aber ich schneide sie nicht ab. Nein, nein, nein. Ja, auf jeden Fall, heute kommt mein Schreibtisch an und das Brett, das hängt ja jetzt schon eine Weile hier. Und heute, wenn alles nach Plan läuft, kommt hier in die Türe ein Loch rein, damit die Kabel da durchpassen, weil ich habe dann sonst ein Kabelproblem. Naja, ja, ich melde mich, wenn es da Neues gibt und ja, bis dahin. Tschüss. Also im Moment hat sich ein neues Problemchen aufgetan. Also hier das Eckchen, das ist zwar so an sich ganz nett und war auch für den Übergang ganz schön, aber ich glaube, da muss ich noch mal dran was ändern, weil ich hätte lieber gerne hier meinen Schreibtisch und der Leo kommt dann im Sommer so da rein, also quer. Und ja, also da muss ich wirklich noch was tun, weil das gefällt mir jetzt so, wie es ist, gerade überhaupt nicht mehr. Hier kommt ja noch mein PC hin, vielleicht auch zwei, ich weiß es noch nicht. Und ja, aber auf jeden Fall, da bin ich jetzt nicht mehr ganz so zufrieden, wenn ich so jetzt drüber nachdenke. Ich vermute, dass dieses Tischchen hier rüberkommt. Also ich weiß zwar noch nicht wo, ich weiß auch nicht, wie ich das hinkriegen soll, aber irgendwie muss das Tischchen, glaube ich, rüber. Ja. Okay, entschuldigt. Also, ich habe jetzt, das Loch wurde heute nicht gebohrt, weil das war jetzt nur eine schnelle Lieferung von meinem Tisch. Aber es ist der schönste Tisch, den ich mir vorstellen könnte. Okay, also, ich bin jetzt hier bei meinem im Ding und ich muss jetzt leider ein neues Video anfangen, weil ich mit einem anderen Handy aufnehme. Normalerweise kann ich switchen, aber ja, gut. Ich zeige euch gleich meinen Tisch. Und dann habe ich noch ein Regal bekommen. Und die haben beide Rollen. Das ist so cool. Ja. Nee, wartet, ich muss euch ein bisschen warten, weil dann kann ich meine Mom darum bitten, dass sie doch bitte die Kamera hebt und dann kann ich es euch besser zeigen. Also dann, wir sehen uns. Bis gleich. Ja, entschuldigt, wenn ihr ein Rauschen im Hintergrund hört. Das ist ein PC, der läuft. Der macht gerade ein Update oder sowas. Ja, das ist mein Schreibtisch. Und das Tolle an meinem Schreibtisch ist Folgendes. Zum einen haben wir hier Schubladen. Und ich mache euch jetzt mal eine auf. Das ist mein Zeug so. Da ist ein Spiel, das ich spiele. Da ist ein Block. Da sind so kleine Zettelchen und so Zeug. Und da ist ein Kaban, den ich zu Ostern bekommen habe. Ich kann hier noch eine zweite Schublade aufmachen. Hier ist so. Da ist ein bisschen ordentlicher. Da sind Kabel. Das ist auch irgendwelches Zeug. Und ja, gut. Ordentlich ist relativ, wenn man nicht mehr weiß, was drin ist, ehrlich gesagt. Aber es ist schon ewig her. Und in der hier habe ich Schreibkram, also so Papier, Harry Potter Papier. Wisst ihr was? Ich schreibe nachher mal einen Brief an meinem Schreibtisch. Ja. Und hier ist Chaos-Schublade. Die müssen wir nicht angucken. Gut, hier, das ist das nächste Tolle, haben wir dann sowas. Und hier oben sind dann Tastaturen für Geräte. Und hier unten kommen wahrscheinlich Festplatten rein. Oder ich weiß es noch nicht sicher. Also, ja, und hier, so sieht er von vorne aus. Und jetzt zeige ich euch das Tolle dran. Er ist beweglich. Er ist mega beweglich. Also der lässt sich rollen. Und zwar beide Komponenten. Also beide, sowohl die als auch die.
Und hier ist meine Tischplatte. Wie das genau funktioniert und alles, ja, das ist mein Geheimnis. Gut, sorry, dass da das Zeug noch steht, aber das muss nachher gleich in den Einbauschrank rein. Weil da habe ich jetzt das oberste Fach mal reingemacht, damit man da sozusagen ein bisschen was haben kann. Und da kommen dann nachher die zwei Sachen rein, damit dass das da besser steht. Und da haben wir meine Bodum für Schokoladenmilch. Ehrlich gesagt, voll die Geldverschwendung, weil noch nie benutzt, aber ich hab sie. Also, das reicht mir. Und da ist mein Wasserkocher, den ich mal für Notfälle, der hat dann extra Einstellung. Und hier haben wir dann. Ah, entschuldigt, wartet mal ganz kurz. Ja, jetzt ist es weg. Ja. Ja. Hier haben wir. Heute haben wir das so viel Luftfeuchtigkeit. Ja, heiliger haben wir eine Luftfeuchtigkeit. Ja, gut. Bei uns regnet es aber auch schon die ganze Zeit. Ja, und dann kann man halt, wie gesagt, hier die Tischplatte, ja, wenn man nicht gerade einen PC davor stehen hat, hochklappen. Ja, da ist meine bezogene Kiste. Da habe ich euch ja auch letztes Mal gesagt, die möchte ich noch voll beziehen mit Dezifix. Und die habe ich jetzt bezogen. Und da ist mein Airfryer und da ist mein Reiskocher. Und zu denen mache ich euch dann noch extra Videos, weil ja, aber ich habe schon mal reingeguckt. Ich muss zugeben, beides habe ich schon angeguckt. Also es ist nicht so ohne unverpackt, aber es ist noch nicht benutzt. Ja, gut, das war alles und damit beende ich meinen Vlog und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann, tschüss. Oh, ich habe herausgefunden, wie man zoomt. Hui, entschuldigt. Also dann, ciao.
Aber das sind die Kisten. Das ist der Zwischenraum und das ist Leo, der die Kiste da gerade so gerne da hockt. Ja, gell, ja, gell, ja, gell, gell, gell. Und da geht er auch ganz gern gerade rein. Ja, mein Süßer. Schmollen wir jetzt? Schmollen wir gerade mal wieder? Ja.